auch beschissen, Mann! Vertrau mir, ich bin krass! Nein, Mann! Ich bin krass, Bruder! Vertrau mir! Vertrau mir! Mann, Julius, Mann! Was soll das? Du bist wieder verschossen! Scheiße! Was ist heute in Sekunden, Junge? Okay, du hast recht. Julius, was hast du? Spielst du heute nicht mit? Nee, Bruder, ich hab Bänderriss mit Patricius. Schade, Bruder. Gute Besserung. Ey, was geht, das? Julius, was ist passiert? Peter, das geht nicht mehr so weiter. Julius, bist du immer noch verletzt? Ja, oh, Dusi, was geht? Ja, Bruder, ich bin immer noch verletzt. Ist alles wieder gut mit deinem Bänderriss? Ja, Bruder, mein Bänderriss ist weggegangen, ist runtergegangen zu meiner Hacke mit Bänderriss und mit Meniskus war da, mit Prantialis. Und dann, Bruder, zack, umgedreht. Weg, Alter, ja? Ah, ist egal. Gute Besserung, dann bis nächstes Mal. Ja, gute Besserung. Mahlzeit, Trainer. Mahlzeit, Younes, was hast du schon wieder? Ach, Trainer, ich habe so viel Pech im Leben, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, eines Tages wirst du noch mitspielen. Ja, was soll ich da machen? Younes, Bruder, was ist los, Mann? Bist du schon wieder verletzt? Dusi, Bruder, ich habe nur Pech im Leben. Weißt du, wegen meiner Hacke, da war eine riesen Entzündung, kam durch die Sehne hoch, diese Sehne Achilles. Kam zu meinem Gehirn, Bruder, ich habe einen Gehirnschuss bekommen. Diese, nicht Schuss, du weißt, diese Hirnhautentzündung. Bruder, diese Hirnhautentzündung hat in meinen Augen geschossen, so hat entzündet hier wieder vorne und da habe ich so einen Verband bekommen. Und sonst sterbe ich wegen meinem Herzinfarkt. Ja, dann gute Besserung, ne? Oh, Dusi, Bruder. Younes, Bruder, bist du immer noch verletzt? Bruder, diese Entzündung von meiner Hacke, die nach oben zu meinem Hirn wegen den Oktopus, wegen des Dings entzündet hat, weißt du? Bruder, das hat die Leitung ging dann nach unten mit meiner Sehne, weißt du, diese Sehne Achilles. Kam durch, runter, Bruder, durch mein Herz hat scheiße gepumpt. Dann ging das in mein Knie und da mussten die meine Beine amputieren. Die sind weg, ich habe keine Beine mehr. Also spielst du jetzt nie wieder Fußball? Doch, Bruder, natürlich spiele ich bald mit. Der Arzt hat gesagt, meine Füße wachsen nach, wegen meiner Bambusgene, wegen den Knochen. Mein Opa, weißt du, mein Vater, mein Opa hat Bambus gegessen. Seitdem haben wir diese Dingens, weißt du, wegen One Piece. Ah, zum Glück hast du solche Gene, ja? Respekt. Ja, okay, Bruder, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel oder so. Herr Younes, sag mal, wie heißt eigentlich dein Arzt, wo du immer hingehst? Ach, mein Doktor ist mein Onkel, der heißt Abu Kharouf ibn Sarouk. Na, okay, der hört sich aber sehr kompetent an. Trainer, wann kann ich spielen? Ja, gleich. Ja. Trainer, werde ich vielleicht heute auch nochmal irgendwann eingewechselt? Ja, Jordan, später. Du kriegst noch deine Chance. Ah, okay. Schön. Ja! Sag mal, Trainer, spiele ich auch noch irgendwann? Jordan, sei nicht so hektisch. Hab ein wenig Geduld. Deine Zeit kommt noch. Alles klar. Trainer, will ich noch irgendwann in diesem Leben spielen? Jordan, Geduld ist wohl nicht deine Stärke, wa? Beim nächsten Spiel bist du aber 100% dabei. Ja. Das glaube ich. Ah! Ah!
Ach. Schiri, Wechsel! Wechsel! So, Jordan, das ist jetzt deine Chance. Tja, schade, Jordan, dann halt nicht. Kommt, Jungs, weiter! Ich hab doch nichts gemacht, guck mal, wohin der rollt!